Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Nein, ist in so einer scheiß Schnelligkeit, bitte. Nebenbei ein Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Abschuss ich muss mich erstmal suchen. Moment, wo haben wir mich? Da ist der Nightmare. Hallo. Da bin ich. Hallo. Ja, da bin ich auch drinne. Schön hart umschalten. Ach, guck mal, hier kann man das hart ausblenden. Lass mal an. Und das will ich weg haben, genau. Also, nachkommentiertes Gameplay, wie man sieht. Kinomodus und so. MP7 am Start, meine lieben Freunde. Mit so einem geilen Laser hier, Trupp. Und ja, Hijacked Map, ne? Drohne, Blitzschlag dabei und natürlich den. Und wie man sieht, da rotzt sich ein paar Gegner auf jeden Fall weg. Macht auf jeden Fall gut Laune. Ne? Oh Mann, ey. Nee, auf jeden Fall ist diese Runde schon sehr, sehr alt. Lass mich nicht lügen, aber ich wette so 3-4 Monate bestimmt. Oder 5 Monate. Es war sogar schon noch vorm Road to Commander. Und ist auf jeden Fall schon sehr, sehr alt. Oh ja. Ja, was gibt's noch zu sagen, ne? Ja. Worüber kann ich denn jetzt schon schönes labern? Und ich hab mir einfach gedacht, ey komm, kommentierst jetzt die Scheiße einfach nach, diese ganzen Kinoaufnahmen, aber denkst dir einfach mal kein Thema aus. Das denke ich mir nämlich jetzt einfach mal aus. Warum wurde jetzt eigentlich Knight hier aus dem Spiel geworfen? Habt ihr das jetzt gerade gesehen? Kein Plan, egal. Ja, ich kann ja mal ein bisschen über COD Ghost labern. Wobei ich auch noch nicht mal so viel weiß über COD Ghost, beziehungsweise mich noch nicht mal richtig informiert habe. Außer, dass ich weiß, dass COD Ghost am... Moment, das haben wir gleich. Am November erscheint. Am 5. war das, glaube ich. 5. November. Ja, erscheint Call of Duty Ghost, glaube ich. Wartet am 5. Ja, ich glaube schon am 5. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon... Da ist schon heiß drauf, muss man ja mal ehrlich sagen. Die Grafik wurde auf jeden Fall schon irgendwie verbessert. Also es sieht nicht mehr aus wie die ganze COD-Krütze. Finde ich jedenfalls irgendwie. Besonders, es liegt halt auch daran, wegen ganzen Next-Gen-Konsolen. Deswegen wurde die Grafik natürlich ein bisschen mal aufgeschraubt. Worauf ich mich auf jeden Fall schon sehr freue, ist... dass man rumschlittern kann. Denn Black Ops 2 oder Black Ops 1 hat ja den schönen Dolphin Jump oder Delfin Jump oder wie man auch den mal ausspricht. Also wo man einfach mal in der Luft sich hinlegt und wisst ihr was ich meine? Also sich einfach mal schön auf den Boden schmeißt. Und in Ghost hat man halt jetzt so einen schönen Schlitter Style Scheiß. In dem Move kann man ja, glaube ich, auch sogar noch nebenbei schießen. Das ist ja auch geil. Stell ich mir schon richtig geil vor. Einfach am Schlittern die ganze Zeit und dann dabei ballern. Es wird sicher bestimmt sehr oft denn missbraucht einfach. Die, was heißt missbraucht? Ich meine halt sehr oft benutzt einfach. Wenn das halt wirklich geht, dass man im Schlittermodus schießen kann. Ist ja irgendwie noch geiler als Dropshotten, glaube ich, irgendwie, oder? Naja. Achso, und ich glaube, man kann ja dann auch Frauencharakter nehmen, oder? Frauencharakter irgendwie, oder? Geht das? Ich glaube schon. Oder war es in Battlefield 4 nur so? Oder war es bei beiden so? Ich glaube bei beiden. Keine Ahnung. Siehst du, so gut habe ich mich sogar schon informiert. Naja, ich informiere mich eh überhaupt sowieso bei Ego-Shooter so gut wie gar nicht. Ich sag einfach, ey, ich warte einfach, was auf mich zukommt und lass mich einfach mal total überraschen. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, diese Sache mit dem Schlitter-Effekt da, das weiß ich halt auch nur durch Gameplay-Dinger und dass man Frauencharaktere nehmen kann. Also Frau, Spielerinnen, Moment mal. Weibliche Figuren. Ja, passt besser, glaube ich. Weiß ich halt auch irgendwie nur von
irgend so ein Kollege oder so, glaube ich, keine Ahnung, weil ich das nochmal weiß. Vielleicht habe ich es auch irgendwo mal einfach mal kurz gelesen oder keine Ahnung. Was weiß ich. Naja. Wir könnten ja mal kurz schauen, wie wir jetzt gerade so stehen. 27,8. Ja, läuft auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, Hijacked, meine absolute Lieblingsmap. Und dennoch mit der MP7 am Start, das kann doch nur gut gehen. Und dann war der Zero noch schön in Fahrt. Das läuft doch recht gut alles. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Achso, nebenbei, ich kann es ja einfach mal raushauen. Ich habe mich schon für Battlefield 4 und für COD Ghost vorbereitet und habe mir einfach mal einen neuen Prozessor gekauft und ein neues Motherboard. Jetzt kommen die ganzen Fragen, welches Motherboard, welche Prozessor, ich bin gerade so mit Jain der Name. Und das war, der Prozessor war im Moment i7 natürlich. Hier 770K war das, glaube ich. Das war es, glaube ich. Ja, das war, glaube ich, so. Und Motherboard weiß ich selbst nicht mehr. Auf jeden Fall eins von Gigabyte. Könnt ihr nebenbei einfach mal auf Facebook gucken. Einfach mal Werbung für mich machen, dann wisst ihr genau, was ich jetzt habe. Und nebenbei, ja, das Ding geht auf jeden Fall gut ab. Ich meine, 90 FPS auf komplett höchste Einstellung, Bildschirmauflösung komplett hochgeschraubt. 1920x1080 war das, glaube ich. Und ja, 120 FPS sogar drin jetzt. Beim Aufnehmen an dem, Freunde. Okay, jetzt gehen sie wieder ein bisschen runter. Ja, aber 120 ist es auch meistens. Also die FPS sind auf jeden Fall nice, ja. Und ja. Ihr könnt natürlich jetzt auch gerade die ganze Zeit sagen, einfach, hey Leute, wisst ihr was? Mir fällt einfach jetzt gar nichts mehr ein, was ich labern soll. Ihr könntet das euch jetzt einfach mal bis zum Schluss euch noch geben. Aber nee, ich will euch noch ein bisschen so ein bisschen auf die Eier gehen. Keine Ahnung. Könnt ihr auch einfach mal nebenbei in die Kommentare schreiben, wie ihr die Runde fandet. Ja, ich weiß, ich habe live bessere gebracht. Besonders beim Road to Commander, beim letzten Part war das, glaube ich. Da habe ich eigentlich eine recht gute Runde gebracht. Ah, Runde vorbei jetzt. Ja, 45-10. Ja, da habe ich auf jeden Fall bessere gebracht, oder? Also vom Gameplay an sich war es auf jeden Fall recht geil. Muss man ja mal ehrlich sagen. Aber so vom Punkt her, von der Punkte her. Naja, egal. Auf jeden Fall soll es das für diesen Part gewesen sein. Ja, eine Runde nur, ja. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier diesen Part beenden, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer wieder hier nachkommentierte Scheiße und so. Bis dahin verabschiede ich mich mit einem Schakalaka wie immer und Manzafaka und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Bye und so, ne? Ja.